Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Strophe 1 und 2 der deutschen Nationalhymne nicht verboten. Was das alles zu bedeuten hat, nach dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Strophe 1 und 2 der deutschen Nationalhymne sind nicht verboten. Es gibt sehr viele Linksextremisten und Antideutsche und verwirrte Alt-68er, aber auch neoliberale Vollspacken, die meinen, Strophe 1 und 2 der deutschen Nationalhymne seien verboten. Das ist schwachsinnig, sie sind nicht verboten. Es ist ein antideutscher Mythos, der auf Selbsthass beruht. Es ist angeblich oder soll angeblich rassistisch, chauvinistisch sein, soll andere Länder abwerten. Dem ist nicht so und wir werden das jetzt erst einmal analysieren. Zum historischen Aspekt, das Lied der Deutschen wurde 1841 auf der Insel Helgoland von Heinrich Hoffmann von Fallersleben verfasst, geschrieben, der Text. Die Melodie beruht auf der Kaiserhymne von Österreich, dennoch eine deutsche Melodie. Damals, 1841, war das Deutsche Reich in viele kleine Einzelstaaten zerstückelt. Man wünschte sich Einheit, ein einiges deutsches Vaterland. Und das ist auch der Aspekt aller Strophen, dass man Einheit will und auch Nationalstolz und sich zu Deutschland bekennt als Deutscher. Die deutsche Kultur, etwas Schönes und Tolles. Analysieren wir die Strophen. Strophe 1. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Ja, ich kann sie auswendig und wer Nationalist und patriotisch ist, sich zum deutschen Vaterland bekennt, der hat sie auswendig vorsingen zu können. Aber nicht nur dies, sondern auch anderes deutsches Liedgut, dazu aber auch in einem anderen Video mehr. Ja, in Strophe 1 wird gesagt, Deutschland geht einem über alles. Patriotismus, Heimatstolz und von wo bis wo erstreckt sich Deutschland ungefähr. Das wird da gesagt. Und ja, ich liebe mein Land, es ist ein schönes Land. Wo wird da gesagt, dass andere Länder scheiße sind? Wo wird da gesagt, dass andere Menschen, Rassen oder Ethnien dreckig oder minderwertig wären oder ihre politische Unterdrückung gerechtfertigt wäre? Nirgends. Es ist auch kein Chauvinismus, dass andere Länder scheiße wären. Ne? Also, in diesem Sinne haben wir schon mal mit Strophe 1 das linksextreme Weltbild zerstört. Strophe 2. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang. Uns zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. In Strophe 2 werden grob unsere Werte und Bräuche ganz grob erklärt. Ne? Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Das gefällt uns an Deutschland, das ist schön. Ich liebe die Kultur, ich liebe das Brauchtum, die Tradition. Und es wird gesagt, dass sie ihren Platz in der Welt behalten sollen. Wo wird da gesagt, dass andere Menschenrassen minderwertig wären? Wo wird da gesagt, dass andere Länder scheiße sind und unterdrückt werden müssen? Wo wird da Kriegsverherrlichkeit hervorgehoben? Nirgends. Auch mit Strophe 2 haben wir das linksextreme, antideutsche Weltbild zerstört. Strophe 3. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Hier wird Einheit, Brüderlichkeit und Zusammenhalt gefordert. Man kann sie vielleicht auch teilweise als demokratische Grundwerte fassen. Ja, wo wird hier gesagt, dass andere Länder dreckig und scheiße wären? Nirgends. Wo ist da Rassismus? Nirgends. Man wird aber sogar schon als Nazi bezeichnet, wenn du selbst nur Strophe 3 singst. Damals in der Schule, wo ich damals in einer westdeutschen Schule war, Westdeutschland ist nun mal leider mehr linksextrem unterjocht, da wurde ich ja blöd angemacht von einer linksextremen Lehrerin. Es sei verboten, erstmal Strophe 1 und 2, was schwachsinnig ist. Ich habe immer wieder argumentiert, es ist nicht verboten. Plus, für euch nochmal in der Videobeschreibung, ein Beleg vom Amtsgericht Lüneburg, dass es nicht verboten ist. Ne, guckt euch in der Beschreibung an. Auf jeden Fall, ich habe auch mit Bescheiden und mit Urteilen von Gerichten argumentiert. Die linksextreme Lehrerin ließ sich da nicht überzeugen, weil sie war in einer linksextremen antideutschen Ideologie. Ich habe dann damals nur Strophe 3 gesungen in den Pausen. Selbst da wurde ich auf einem antideutschen Ton von linksextremen Lehrern runtergemacht.
Damals in der Schule habe ich selbst nur Strophe 3 in den Pausen gesungen und selbst da wurde ich blöd angemacht, ja, das ist ja Nazi und hör auf, das zu singen, also von Lehrern, von linksextrem angehauchten Lehrern. Strophe 3 als offizielle Hymne der BRD steht selbst im Grundgesetz. Ist das da nicht grundgesetzfeindlich, lieber V-Schutz? Aber da wird ja auch nicht angegangen, der Linksextremismus wird gefördert. Viele meinen dann, ja, also linksextreme Medien, es ist ein Skandal, Strophe 1 und 2 zu singen, wegen der Vergangenheit, wegen Hitler. Wer denkt dabei an Hitler? Niemand. Wir denken dabei an unser deutsches Vaterland. Wir denken dabei nicht an Kriegsverbrechen oder an Völkermorde, die passiert sind. Ja, also man kann stolz auf sein Land sein. Plus, was kann meine Generation für das, was damals passiert ist? Nichts. Wir können nichts für unsere Vergangenheit. Schuld ist nicht erblich. Schuld sind die Leute, die es damals gemacht haben. Ja. Aber was können wir dafür? Nichts. Aber laut linksextremer Meinung, alle sind ja schuld, auch die Leute von heute. Der Schuldkult. Natürlich, wir gedenken doch Kriegen und Verbrechen vergangener Jahre, vergangener Epochen, dass sich so etwas nicht nochmal wiederholt. Aber wir sind nicht stolz drauf und wir sind auch nicht schuld. Antideutsche Medien behaupten dann gerne, nur Strophe 3 sei die Hymne. Das ist Schwachsinn. Ja, von der BRD ist es die offizielle Hymne, weil nur noch Strophe 3 gesungen wird. Aber von Deutschland wird immer Strophe 1, 2 und 3 das Lied der Deutschen sein. Immer. Komme, was da wolle. Sogar linksextreme Politiker wollen die Hymne abschaffen und mit der Internationalen ersetzen. Selbst wenn, Hymne der Deutschen wird immer das Lied der Deutschen bleiben. Punkt. Egal, was auf einem Stück Papier steht, die Ehre wird immer erhalten bleiben. Komme, was da wolle. Wer sich von der deutschen Kultur distanziert, ist ein Vaterlandsverräter, ein Volksverräter. Es gibt auch schöne Aufkleber. Deutschland, Deutschland über alles. Die ersten Zeilen unserer Hymne. Ja, meine Wenigkeit hat einige von diesen, auch viele im Freundeskreis, zum Sammeln und zum Tauschen. Viele verschenken wir dann weiter teilweise auch. Ne? Link in der Beschreibung, wo es sie gibt. Ne? Auf jeden Fall gab es im Westen mal eine linksextreme Frau. Die hat gesagt, ja, wenn das im Zug hängt und ein Flüchtling sieht das, der fühlt sich doch ausgegrenzt. Wo wird denn da gesagt, dass Ausländer scheiße sind? Außerdem, wenn ein Asylant herkommt oder ein Ausländer, dann hat er sich unserer deutschen Kultur anzupassen. 2-3% Ausländeranteil sind ja in Ordnung und völlig legitim. Aber dennoch, selbst wenn sowas in Frankreich hängen würde, mit Frankreich, Frankreich über alles und mit der französischen Landesfahne, würde es mich als Ausländer in dem Sinne auch nicht jucken. Es ist die französische Kultur in diesem Sinne. Ne? Und selbst wenn ein anderes Land sagt, dass ein Franzose kommt zu mir und sagt, Frankreich geht mir über alles. Ja, ist doch deine Sache, ist doch schön, ist doch toll. Wenn ein Türke zu mir hinkommt, ich liebe die Türkei über alles. Das ist doch wunderbar, was ist daran ausländerfeindlich? Wenn ein Afrikaner kommt und sagt, hier, Somalia geht mir über alles oder Südafrika. Oder ein indischer Mann kommt zu mir und sagt, Indien geht mir über alles. Oder ein Chinese kommt, China geht mir über alles. Ja, schön. Jeder hat das Recht auf Nationalstolz. Jedes andere Land hat Nationalstolz. Außer in der BRD, da wird ein Selbsthass geschürt. Plus, liebe Antideutsche, bevor ihr hierüber rumheult, guckt euch doch mal die Übersetzung der französischen Hymne an. Die ist weitaus viel radikaler. Und so ist es. Wer sich als Deutscher hiervon distanziert, Berührungsängste zeigt, vor der deutschen Kultur und Geschichte einknickt, unsere deutsche Kultur und Geschichte, sie ist nicht nur 12 Jahre lang, sondern fast 2000 Jahre alt. Wer davor einknickt, ist ein Vaterlandsverräter. Volksfremd und fördert den Volkstod, es ist so. Zu Strophe 1 noch, das werde ich zum Schluss einblenden. Die Weltmeisterschaften 1954, also knapp, ja, etliche Jahre, fast 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde auch noch Strophe 1 gesungen. Voller Stolz, selbst nachdem was passiert war. Kein Hass und auch selbst nicht aus Hass gegenüber anderen Ländern, sondern aus Stolz. Ja. Klar, jedes Land hat irgendwo dunkle Kapitel in der Geschichte, aber man bekennt sich zu den schönen Dingen. Ja, man nehme das Beste aus allen Epochen und das Beste von heute und kombiniert was draus. Zeitlose Werte, die eigene Kultur, die schönen Sachen der Kultur. Und aus Fehlern und Gräueltaten der Geschichte lernt man dann. So läuft es im Normalfall ab. Aber Linksextremisten, Antideutsche und Vollidioten, Alt-68er, die haben irgendwie einen an der Klatsche, weil sie so ja, aufgehetzt werden. Ne? Falls jemand von betroffen ist und denkt, ich war vorher linksextrem und blub, bekennt euch zu Deutschland, bildet euch weiter
Es ist nichts Schlimmes und es ist nichts Nazi-mäßiges. Für die Leute, die neu sind, schwarz-weiß-rot. Schwarz und weiß steht für Preußen, rot für die Freien Hansestädte, die Fahne des Deutschen Reiches bzw. des Deutschen Kaiserreiches. Ab 1871, natürlich gab es die Fahne schon 1866, ne, für die Leute, die neu sind. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut euch die anderen Videos an. So, zu diesem Video, das war's jetzt. Das Thema hat nichts mit Hitler-Ehrung zu tun. Viele kommen dann auch immer mit, ja, Hitler hat das doch auch gesungen. Ja, wow, Hitler hat auch Deutsch gesprochen. Wenn du jetzt Deutsch sprichst, bist du jetzt auch ein Hitler-Anhänger oder was? Nein, also, bekennt euch zur deutschen Kultur. Singt Strophe 1 bis 3 voller Stolz. Wer national ist, hat dieses auswendig singen zu können. Wer nicht mitsingt, ist linksextrem und antideutsch oder neoliberal und dämlich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft ist auch Ferenc Puskás nach vorne gegangen, hat die Gratulation angenommen und Deutschlands Hymne erklingt.